Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu dieser Parkvorstellung. Dieses Mal entführe ich euch in den Norden Deutschlands, an die Ostsee. Genauer genommen zu Deutschlands einzigem Freizeitpark am Meer, dem Hansapark. Die Geschichte des Parks in Sierksdorf, Schleswig-Holstein, beginnt so gesehen schon 1973. Hier stand nämlich bis 1976 das erste deutsche Legoland mit vielen Miniaturbauten. 1976 wurde der Park dann übernommen und 1977 als Hansaland eröffnet, alles unter dem großen Thema Maritime Hanse. Damals gab es mit der Seeschlange einen Zierer Tivoli Large als Achterbahn. Dieser steht heute im Ritterrost Magic Park Verden. Die erste große Achterbahn war dann Nessie im Jahre 1980. 1987, zum 10-jährigen Jubiläum, wurde der Parkname in seinen heutigen geändert: Hansapark. Die Parkfläche umfasst 46 Hektar und bietet mittlerweile 7 Achterbahnen und zahlreiche Attraktionen. Wir beginnen unseren Rundgang am Eingang und gehen einmal im Uhrzeigersinn durch den Park. Der Eingangsbereich befindet sich seit 2008 dauerhaft im Umbau, soll hier doch am Ende die Themenwelt Hanse in Europa entstehen. In verschiedenen Bauabschnitten kamen zum Beispiel das Holstentor als Eingang sowie viele weitere Gebäude dazu, alles Bauwerken aus zum Beispiel Lübeck, Kopenhagen oder Bremen nachempfunden. Die erste Attraktion, die wir besuchen, ist wohl auch die thematisch unpassendste Attraktion des Parks und hört auf den Namen Space Race. Hierbei handelt es sich um einen interaktiven Indoor-Autoscooter. Seit 2002 könnt ihr hier gegen andere Spieler antreten und Punkte sammeln, indem ihr an die verschiedenen Planeten des Sonnensystems andockt. Im Prinzip eine ganz witzige Sache, passt mittlerweile halt null zur Ausrichtung des Parks. ...1980 wurde wie schon erwähnt Nessie eröffnet. Hierbei handelt es sich um eine Looping-Achterbahn des deutschen Herstellers Schwarzkopf. Zur Eröffnung war Nessie die erste stationäre Loopingbahn Deutschlands sowie die größte Looping-Achterbahn Europas. Die Achterbahn ist 26 Meter hoch, 79 km/h schnell, 741 Meter lang und bietet ein Vertikal-Looping. Zur Saison 2019 wurde das Schätzchen neu gestrichen, anständig thematisiert und so dem Themenbereich bezauberndes Britannien angepasst. Nessie ist einfach ein Dauerbrenner, ein Klassiker, den man immer wieder fahren kann und der einfach nur Spaß macht. Auch wenn die Fahrt aus heutiger Sicht natürlich nicht allzu lang ist. 1993 wurde der rasende Roland eröffnet, ein Vekoma Junior Coaster, der heutzutage unter dem Namen Royal Scotsman seine Runden dreht. Die Achterbahn ist 16 Meter hoch, 522 Meter lang, 50 km/h schnell und schlängelt sich in und um Nessie. Gerade die Interaktion der ersten Abfahrt und Nessies Looping ist richtig toll. Einfach eine sehr schöne Anlage für die ganze Familie. ...2019 wurde mit dem Highlander eine ganz besondere Attraktion eröffnet. Hierbei handelt es sich nämlich um den höchsten sogenannten Gyro Drop Tower der Welt. Bei einem Gyro Drop Tower gibt es eine runde Gondel rund um den Turm, die sich drehen kann, angehoben und schließlich fallen gelassen wird. Der Turm wurde von Funtime gebaut, misst ganze 120 Meter, wobei die Fallhöhe dabei 103 Meter beträgt. Besonderheit ist außerdem, dass die Sitze um 30 Grad nach vorne kippen können. Im Tilt-Programm wird am höchsten Punkt nach vorne gekippt, wieder zurück und dann erfolgt der Fall. Bei Super-Tilt fällt man nach vorne geneigt auch nach unten. Beeindruckender, sehr hoher Turm mit toller Aussicht. Vom Fallgefühl gefallen mir die Türme von Funtime aber nicht so gut wie andere. Der Highlander war quasi auch der Startschuss für den Themenbereich bezauberndes Britannien, woraufhin, wie schon erwähnt, Nessie und Royal Scotsman umgestaltet wurden.
1997 wurde das Parkgelände erweitert und das Piratenland kam hinzu, heutzutage das Wikingerland. Hier befinden sich neben einer Schlauchbootrutsche, der kleinen Wasserbahn Sturmfahrt der Drachenboote noch weitere Kleinfahrgeschäfte. Highlight des Bereichs dürfte die 2011 eröffnete Gerstlauer Familienachterbahn Die Schlange von Midgard sein. Die 10 Meter hohe 45 km/h schnelle und 200 Meter lange Bahn enthält einen kurzen Dark Ride Part und ist insgesamt einfach ziemlich cool thematisiert. Spaßiges kleines Bähnchen. Direkt neben dem Wikingerland befindet sich das Abenteuerland. An Attraktionen gibt es hier nicht allzu viele. Zum einen gibt es hier den Klettergarten Navajo Trail, das Teetassenkarussell Pow Wow sowie die Achterbahn Crazy Mine. Hierbei handelt es sich um eine 1997 eröffnete Wilde Maus vom Hersteller Maurer Rides. Die Anlage ist 15 Meter hoch, 45 km/h schnell, 370 Meter lang und macht halt das, was eine Wilde Maus so macht. Thematisiert ist die Bahn im Stile eines Bergwerks, inklusive Aussichtsturm. Durch die Thematisierung wird die wilde Fahrt noch besser und ist eben einfach der perfekte Familienspaß. Nun begeben wir uns in den Themenbereich Die Reiche des Nordens und kommen zum absoluten Achterbahn-Highlight des Parks, dem Schwur des Kernern. Achtung, hier schon mal eine Spoilerwarnung für diese Bahn. Der Schwur des Kernern ist zusammen mit Silverstar im Europapark die höchste Achterbahn Deutschlands und eine ganz besondere noch dazu. 2015 wurde diese 73 Meter hohe, 127 km/h schnelle und 1235 Meter lange Achterbahn des deutschen Herstellers Gerstlauer eröffnet. Der sogenannte Infinity Coaster beherbergt im Inneren des Turms, dem nachempfundenen Kernern in Helsingborg, Schweden, etwas weltweit Einzigartiges. Einen Rückwärts-Freefall. Eingebettet in die Gesamtgeschichte der Bahn fallt ihr hier mit 11 Metern die Sekunde rückwärts in die Dunkelheit. Die erste Abfahrt entlässt euch danach senkrecht aus 67 Metern aus dem Turm hinaus in das sogenannte Herzelement. Danach folgt ein sehr flottes, bodennahes Layout, bis zurück im Gebäude noch etwas Unvorhergesehenes passiert. Das erwähne ich jetzt aber auch mal nicht. Mit dem Schwur des Kernern steht hier meiner Meinung nach eine der besten Achterbahnen in Deutschland. Sehr gut thematisiert, abgefahrenes Gesamtkonzept, sehr sehr flottes Layout, für mich einfach eine pure Spaßmaschine, auch wenn die Fahreigenschaften nicht mehr die besten sind. Ja. 2017 wurde quasi als Story-Erweiterung Kerner Pulten gebaut, ein Gerstlauer Skyfly. Hierbei könnt ihr mit den Flügeln hin und her schwingen bis zum Überschlag. Mit einiger Übung bekommt man hier auch einen dezenten Drehwurm. Direkt hinter dem riesigen Turm von Kernern befindet sich der 2021 eröffnete Mini-Bereich Avildas Welt. Hier findet man zwei Attraktionen. Avildas Abenteuerfahrt, eine Mini-Wasserbahn vom französischen Hersteller Souquet, sowie Avildas Ausguck, ein Zierer Family Freefall. Am Ende des Bereichs befindet sich die 2000 als Rio Dorado eröffnete Rundbootwasserbahn Störtebeckers Kaperfahrt. Die von Whitewater West gebaute Anlage ist über 20 Meter hoch und überzeugt mit einer Strecke von 213 Metern. Es gibt nur eine etwas größere Abfahrt zum Ende, ansonsten ist auch diese Attraktion perfekt geeignet für die gesamte Familie. Nun durchlaufen wir zwei kleinere Themenbereiche, die Shows und Kleinattraktionen zu bieten haben. Zum einen wäre da New Lübeck, die Westernstadt des Parks. Hier könnt ihr bei der Pferdereitbahn Pony Post auf Ziele schießen oder Gold waschen oder euch in der Schießbude vergnügen. Bereich 2 hört auf den Namen Fiesta Del Mar und beherbergt das 4D-Kino des Parks sowie verschiedene Shows, einen Wasserspielplatz und ein Fahrgeschäft. Außerdem gibt es hier einen Aussichtspunkt, von dem ihr auf die Ostsee blicken könnt. Der nächste Themenbereich beinhaltet direkt einige Attraktionen mehr, vorwiegend für die kleinen Besucher. Auf dem alten Jahrmarkt findet ihr neben der Blumenmeer-Bootsfahrt, der Schiffschaukel Fliegende Holländer oder ein paar Rundfahrgeschäften die kleinste Achterbahn des Parks, der kleine Zar. Hierbei handelt es sich um einen Minicoaster des Herstellers Preston & Barbieri, der 2017 eröffnet wurde.
Die Achterbahn besteht lediglich aus einer Helix und ist 3,3 Meter hoch, knapp 20 km schnell und nur 54 Meter lang. Perfekt geeignet für den Einstieg in die Achterbahnwelt für die kleinsten Besucher. Kommen wir nun zum letzten Themenbereich, der eine Achterbahn enthält, dem Peterhof von Novgorod. Natürlich starten wir dann auch mit dem Aushängeschild, der Flucht von Novgorod. Auch hier handelt es sich, wie bei Kernan, um eine ganz besondere Achterbahn aus dem Hause Gerstlauer. Erstmal ein paar Daten und Fakten. Die 2009 eröffnete Achterbahn des Typs Eurofighter ist 40 Meter hoch, 100 km/h schnell und 700 Meter lang, beinhaltet einen Abschuss mit LSM sowie einen Senkrechtlift mit anschließender 97 Grad steiler Abfahrt. Die Flucht von Novgorod ist wie auch der Schwur des Kernan ein tolles Gesamtpaket. Die Story dreht sich um den Handelsmann Per Oldendorp, der im 14. Jahrhundert in Novgorod seinen verschollenen Vater sucht. Am Anfang der Fahrt kommt ein Darkride-Part, dann ein Abschuss, bei dem ihr innerhalb von 1,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und aus dem Gebäude katapultiert werdet. Draußen folgen Airtime-Hügel, der sogenannte Buchtknoten, eine Rolle und es geht wieder ins Innere. Nun folgen senkrecht Lift, Drop, Kurve und schon die Bremse. Da hört die Attraktion jedoch noch nicht auf, mehr verrate ich aber nicht. Die Flucht von Novgorod mag als reine Achterbahn nicht besonders sein, ist aber einfach nur ein tolles Gesamtpaket mit unfassbar geiler Atmosphäre. Außerdem kickt der Abschuss wie sonst was. Der ist nämlich richtig, richtig geil. Direkt neben dem Novgoroder Kreml befindet sich die Wildwasserfahrt, der Wasserwolf am Ilmensee. Hierbei handelt es sich um eine 1977 eröffnete klassische Wasserbahn der Hersteller Arrow & Mack Rides. Die Bahn ist 15 Meter hoch, 425 Meter lang und bietet zwei Abfahrten. Thematisiert ist die Anlage wie ein altes Sägewerk, sie ist schön in die Landschaft eingebettet und der Nässegrad hält sich in Grenzen. Die letzte Attraktion befindet sich dann auch im letzten Themenbereich, Wasserspaß. Dabei handelt es sich passend zum Namen natürlich auch um die nasseste Attraktion des Parks, den Super Splash. Diese von Intamin gebaute und 1986 eröffnete Wasserbahn bietet eine einzige Abfahrt. Diese ist jedoch 20 Meter hoch, bis zu 85% steil und bietet eine kleine Sprungschance für das Gefühl von Airtime. Ihr könnt euch bei den Werten ja vorstellen, wie nass der Splash am Ende ist. Hier bleibt im Normalfall wirklich niemand trocken. Im Gesamtkonzept gesehen könnte die Anlage langsam aber mal passende und neue Thematisierung spendiert bekommen. Pläne gibt's dafür ja immerhin. Und damit sind wir quasi auch am Ende unserer Parkrunde angekommen. Der Hansapark ist schon ein ganz besonderer und wirklich toller Freizeitpark, der sich in den letzten 15 Jahren ganz stark entwickelt hat und mittlerweile eher zum Themenpark wird. Mit dem Fluch von Novgorod, dem Schwur des Kernan sowie Nessie stehen hier drei ganz besondere Achterbahnen, für die sich ein Besuch lohnt. Aber auch fernab der Achterbahn bietet der Park massig Attraktionen für jede Altersklasse. Es gibt Shows, Paraden, Spielplätze, gute Gastronomie, insgesamt tolle Gestaltung. Was will man eigentlich mehr? Deutschlands einziger Park am Meer ist immer eine Reise wert und sehr, wirklich sehr zu empfehlen. Und damit danke fürs Zuschauen, viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt, bis dann!